Hallo und herzlich willkommen zu einem ersten Video auf diesem Kanal und zu einer direkt neuen Videoreihe. Und zwar How to FSX. Ich sehe immer wieder irgendwo, dass Leute nicht wissen, wie man richtig FSX fliegt, haben sich zum Beispiel ein Addon gekauft, wollen damit abheben und dann boom. Stille. Nichts passiert. Du weißt nicht, was du machen musst. Dafür gibt es ja mich. Und zwar in meiner Reihe How to FSX erkläre ich euch alles von Batterie anschalten, übers Pushback, übers Taxi Takeoff, dann wenn du auf deiner Reisehöhe ankommst, deinem Anflug, dann die ganzen Stars, von denen immer alle reden und den ganzen verschiedenen Ausdrücken, dann den Anflug und die Landung, das Rollen zum Gate und dann den letztendlichen Shutdown. Und zwar heute in How to FSX 1 werden wir uns hauptsächlich damit beschäftigen, Ground Operations in dem Add-on Flugzeug A321 mit der Aerosoft Lackierung, von dem Cold in the Dark in den Ready to Pushback Mode. Alles wird schrittweise schön erklärt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lang genau das Video werden wird, aber meine allen How to FSX werden vielleicht etwas länger. Und wenn wir dann mit How to FSX durch sind, dann wird es IVAO-Videos geben. Ich werde auch neben How to FSX mehrere Videoreihen machen. Nein, vielleicht nicht jeden Tag nur How to FSX. Mal schauen. Genau. Morgen kommt dann How to FSX 2 schon online. Ich nehme das gerade sehr, sehr, sehr spät abends auf. Also bitte, falls ich mal gehen, bitte entschuldigen. Ne? Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, sonst habe ich schon 20 Minuten gelabert. Und wir sehen uns gleich wieder in FSX. So, jetzt, ich habe den Hintergrund-Sound mal ein bisschen leiser gemacht. Und zwar, wir sind hier im FSX Steam Edition, wie gesagt, mit dem A321 Aerosoft-Lackierung hier am Nürnberg Airport. Und wir sind im Cold and Dark State. Und können so ziemlich momentan gar nichts. Ich könnte jetzt nicht mal meine Ruder bedienen, das ist jetzt eben so. So. Was macht man als erstes, wenn man hier an Bord kommt? Man macht die Ground Power an und die findet man hier oben am Overhead Panel. Da können wir auch gerade mal hinwechseln. Hier ist jetzt so ein grüner leuchtender Button. Das war gerade In-Game Sound. Und hier steht External oder Ext Power, das heißt External Power. Und hier Avail, das heißt Available. Und da drücken wir einfach mal drauf mit Linksklick. Und auf einmal leuchtet hier ziemlich viel. Unter anderem läuft jetzt unsere Ground Power, unsere Batterie. Hier ist jetzt External Power on. Und zwar können wir dann hier schon mal unsere APU, die wir nachher zum Starten brauchen, hochfahren. Das machen wir mit dem APU Master Switch, dann mit dem APU Start und mit dem APU Generator, der ist schon an, genau, und APU Bleed machen wir auch an. So, dann hier oben soll eigentlich alles off weg, das heißt, wir machen einfach alles mal mit links aus. Unsere Batterie können wir auch schon anschalten. Das passt soweit. So. Und jetzt haben wir schon mal Batterie an. Und jetzt leuchtet hier was. Jetzt steht hier, obwohl damit beschäftigen wir uns jetzt noch nicht. Es kommt noch heute hier das FMC. Oder ich mache dazu ein extra Video morgen und dann kommt. Wir können ja dann übermorgen mal irgendwie ein FNC-Video machen, falls es gefragt ist.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr wisst, wie das FMC funktioniert, schon mal einfach mal gehört haben. So, jetzt hört man sie ein bisschen lauter. Jetzt ist hier das Avail, das heißt, läuft die APU. Brauchen wir noch nicht. Die brauchen wir erst morgen sozusagen. Jetzt sehen wir hier noch gar nichts. Das ist nicht sehr toll. Wir können ja erstmal hier die ganzen Panel Lights anmachen. Genauso wie. Halt hier. Doch. Also jetzt drehen wir hier mal die ganzen Panel Lights on. Und hier ebenfalls. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Licht. Genauso wie hier oben auch. Und wir können jetzt hier schauen, hier die APU läuft. Genauso wie hier die Engine läuft nicht. Wheel. Hier drei unten. Und hier halt die ganzen Fuels. Die ganzen Dinger. So. Das tut mir jetzt sehr leid, aber sehr blöd. So, puh, das war jetzt, weil wir hier auf Config gedrückt haben. Für mir nichts, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier ein paar Grundlagen erklären. Reset IRS. The NAV ist hier oben im Overhead Panel. Hier, diese hier müsst ihr einfach mit Rechtsklick einmal anklicken. Dann müsst ihr hier unten einmal auf Clear drücken und dann geht es weg. Jetzt, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich mal hier die Init-Page. Hier kann man das jetzt alles machen, aber wir wollen hier noch Algin ILS, IRS machen. Jetzt braucht das ein paar Minuten, bis das hochfährt und dann haben wir hier auch mal ein bisschen Navigation. Hier, das kann ich jetzt anmachen, aber das mache ich jetzt wieder aus, weil es macht nur Ingame-Sounds. Ganz wichtig ist bei den ganzen Add-on-Fliegen, ihr müsst mit links, mit linker Maustaste, bewegt ihr den ganzen Schalter nach links. Anders als bei den Default-Flugzeugen, wenn ihr jetzt die ganze Zeit links durchklickt, müsst ihr jetzt hier wieder rechts, um sie nach rechts zu bewegen. Ja? Mal so, nebenbei. So, jetzt haben wir noch alles Ground Power und alles schön und gut. Ich erkläre euch jetzt das Flugzeug ein bisschen von innen. Und die Parking Brake ist gar nicht gesetzt. So. Und dann. Genau, und dann wären wir heute für heute auch fertig, aber das könnte eine Weile dauern. Also, hier vorne haben wir unsere Navigation mit künstlichem Horizont, der noch nicht hochgefahren ist. Hier die Geschwindigkeit, hier die Höhe und hier das Heading. Vertical Speeds haben wir hier auch. Der Gleitslauf wird uns dann auch angezeigt. Genauso wie andere Informationen hier oben. Ich mache das einfach mal ein bisschen schnell durch. Genau, hier ist unsere Navigation. Hier können wir dann unsere einprogrammierte Route sehen. Hier ist unsere der zweite künstliche Horizont. Hier könnten wir sogar auch den Gleitslope anmachen. Dann haben wir hier, wo wir hinfliegen müssen, einfach sicher, sicher. Den können wir hier auch einstellen auf die verschiedenen Höhen. Ich weiß jetzt, ich habe es voll vergessen jetzt, wo wir fahren. Egal. Das ist die Terrain-Warnung, ne, die man die ganze Zeit hört. Hier ist der FMC, das kann ich wegen mir auch mal machen. Hier könnt ihr eure Frequenzen mit dem Dreher hier eindrehen. Ihr dreht immer die hier ein und dann drückt ihr auf hier Switch und dann ist der erst aktiv. Ja, kann ich mal zeigen. So hier, die ist jetzt aktiv und jetzt drücke ich auf Switch, jetzt ist die aktiv, aber ich kann nur an der drehen. Ja? Starten wir wieder aus. So. Das passt. Hier, wie gesagt, die ganzen Lichter. Hier unsere Speedbrakes, das sind die Spoilers außen, die man nachher fürs Landen
benötigt. Hier machen wir jetzt Rudder drin. Hier sehen wir jetzt, okay, es ist, keine Ahnung, um einen ganzen Grad geneigt und deswegen macht es auch so einen Alarmsound. Hier können wir jetzt auch auf Reset gehen, dann ist er wieder auf 0. Die Flaps, Landeklappen, ja, Parkbremse, Engine Switches, der Thrust Lever, also hier Geschwindigkeit. Hier können wir einstellen, was wir gerade angezeigt haben wollen. Wenn wir nichts angezeigt haben, dann haben wir halt hier unser Flugzeug. Hier ist das Secondary FMC. Das ist für den Co-Pilot, da können wir die ganzen Türen und Fuel, also Treibstoff, bestellen. Hier haben wir unsere Engines, die ist da immer. Wenn sie laufen, sehen sie ein bisschen anders aus. Hier haben wir auch nochmal unser Gear, das heißt, wenn wir hier auf Wheel gehen, dann haben wir hier diese drei grünen Lichter, die haben wir hier auch. Ohne diese drei grünen Lichter darf man nicht landen. So. Haben wir das. Hier haben wir eine Uhr, wie gesagt, das Gear. Hier ist die automatische Bremse, das heißt, hier könntest du jetzt die Auto Brake auf Max setzen. Zum Beispiel. So. Der Gear Lever, der Fahrwerkshebel zum Beispiel. Hier unser Queen H, das geben wir hier ein. Das können wir hier nichts drehen. Das müssen wir hier eingeben. Und hier das ist jetzt auf Standby. Und zwar einfach auf ATC1 drehen, einmal nach vorne mit der Maus ein Einraster. Hier ist nochmal genau das gleiche. Auch wenn ich jetzt da was drehe, dann ändert sich es da aber nicht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Nur die aktive, die ist, glaube ich, nee, die ist nicht mal immer die gleiche. Das ist ein bisschen falsch gemacht. Egal. Hier ist kaum was bedienbar. Hier hingegen sehr viel. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht als Co-Pilot fliegen kann dann. Weil hier kannst du ja dann nichts bedienen. Das heißt, es muss dann hier alles machen. Hier würden wir dann Directs machen, aber das erkläre ich alles noch. Erkläre ich alles noch. Kein Problem. Was mir gerade auffällt, hier ist jeder Button bedienbar auf dem FMC. Props gehen raus. Aber ich glaube, man könnte jetzt hier auch, warte mal, wo war ich gerade? Ja. IRS. Na, egal. Das erkläre ich dann alles. Hier hätten wir unser Master One. Da unten ist ein Caution. Ich glaube, das ist so rum. Ich weiß es nicht. Es ist hier oben ist der Caution und hier unten ist der Master. Hier können wir jetzt eine Stopp starten. Im echten Leben könnten wir hier auch, welcher Side-Stick gerade in Priority ist, falls zwei bewegt werden sollten. Hier ist Queen H. Es wird dir immer vom Tower gesagt. Funkbeispiele werde ich vielleicht auch nochmal machen. In einem How-to-Funken oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Das ist alles in Hektopascal angegeben. Das seht ihr dann auch immer auf der aktuellen Meta. So, unser Zeug ist jetzt inzwischen hochgefahren. Wie gesagt, Heading, Höhe, Geschwindigkeit und der Vertical Speed. Also, ob wir steigen oder sinken und wie viel. Hier können wir jetzt die Modes umstellen, erkläre jetzt nicht alle einzeln, aber der hier, da können wir dann halt unseren Flight Plan viewen und dann hier uns durchtappen, um ihn uns anzuschauen. Normalerweise fliegen wir nach. So, hier ist dann halt der Scale, was für ein Scale es haben soll. Und hier könnt ihr jetzt auch nicht einfach weiter drehen, sondern müssen wir wieder zurück mit der linken Maustaste. Hier sehen wir jetzt die ganzen Flughafen. So, drehen wir wieder runter. Hier können wir jetzt unsere Autospeed eingeben für den Autopiloten. Mit Ziehen aktivieren wir den. Hier können wir ein Heading, falls wir eins angewiesen bekommen, können wir das einstellen. Hier, falls wir mit Localizer fliegen, also automatische Landung, drücken wir hier auf Localizer.
Autothrust oder Autothrottle, wie auch immer. Damit könnt ihr es auch nochmal aktivieren. Müsst ihr aber nicht. So, hier habt ihr jetzt zwei Autopilots. Die gehen jetzt nicht, weil ich auf dem Boden bin. Und ja, geht einfach nicht. Beide macht man an für den Localizer-Landung. Ja. Kommen wir auch noch dazu, um die genau zu erklären. Hier, Altitude, wenn wir irgendwo eine Altitude angewiesen bekommen oder irgendwo climben wollen. Hier der Approach, das wäre dann der automatische Approach mit Localizer. Hier haben wir dann nochmal genau das gleiche. Und hier das QNH muss man in echt bei beiden einstellen, weil es nicht umstellt in echt. Aber das ist jetzt hier in dem Fall egal. Das macht der Simits. So, dann wären wir hier auch schon durch. Es ist gar nicht so viel jetzt, ne? Hier kann man übrigens auch ein bisschen Fenster öffnen, falls man das will. So, kommen wir hier oben zum Overhead-Bern. Ganz schnell durch. Hier, wie gesagt, fürs FMC. Hier können wir jetzt meinetwegen die Terrain-Warnungen, die ganzen Warnungen anmachen, beziehungsweise ausmachen. Ja. Hier können wir ziemlich nichts bedienen, außer hier die Wipers, das sind die Scheibenwischer, aber auch nur für unsere Seite. So. Die Lichter, das sind die Strobe Lights, die müssen wir zweimal bedienen, weil Mitte ist Auto, das geht natürlich auch. Ja, ist am besten. Beacon halt. Wing. Navigation. Runway und das ganze Zeug. So, dann hier ist die APU. Ja, haben wir gerade gestartet. Hier können wir jetzt auch nochmal das Licht ausschalten fürs Overhead Panel. Seatbelt Signs und No Smoking Signs beide on und No Smoking off automatically. Emergency Exit Lights auf on, nee, automatisch. Hier sind wieder die Wipers, können wir testen. Perfekt, funktionieren. Dann haben wir hier Heating. Hier haben wir unsere Bleeds, also unsere Luftversorgung. Hier unsere NTIs, das heißt, dass die Flügel beheizt werden. Hier Fuel Pumps, nee, hier ist das ganz generelle Batteriesystem. External Power haben wir jetzt on, die müssen wir auf jeden Fall dann auch connecten, ist auch ganz wichtig. Hier haben wir jetzt nochmal APU. Das ist unser Fuel, alles für. Das heißt, hier können wir jetzt die Fuel Pumps ausschalten, die machen wir mal an. Wir können es auch X-Feed anmachen, aber das lassen wir mal. Und jetzt muss ich mal in die Overhead, nein, halt, passt schon, Cockpit, Overhead, so. Jetzt kommen wir hier noch zu Green, Blue und Yellow, was ist das? Das ist einfach unsere Hydraulik, dass wir Dinge steuern können. Das ist jetzt einfach, genau, sollten wir nichts dran verstellen. Hier, das ist nicht bedienbar, das ist einfach nur sozusagen, ja, zur Dekoration. So. Und das war's eigentlich auch schon. So, aus dem Cockpit hier, wir sind jetzt eigentlich schon ready to pushback. Wir haben unsere Pre-Flight Jacks, die machen wir dann vorm Pushback immer. Und, genau, eine angemessene Länge ist es auch. Jo, ich hoffe, es war hilfreich, nicht zu schnell erklärt. Ich könnte jetzt hier alles genau im Detail erklären, jeden einzelnen Knopf. Aber da würden wir im Video über 2 Stunden landen. So. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen.
lasst doch mal ein Abo und ein Like da. Und wie gesagt, morgen kommt dann HotFX2 mit den ganzen Pre-Flight-Checks, Pushback, Taxi und Takeoff dann. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war hilfreich. Bleibt gesund, bleibt daheim auch vor allem. Und ich wünsche euch noch schönen Mittag, Abend, Nacht, Morgen, wann immer ihr es schaut. Und ciao, Leute!